Ah, ich bin so hungrig. Was? Da ist jemand hungrig? Das darf ich nicht zulassen. Let's go. Die Oma ist schon unterwegs. Was um alles in der Welt soll das? Ich glaube, das ist Margot. Ich muss meine kleine Schwester retten. Aha, ich höre, dass da jemand schreit. Tja, ich, Chefkoch Mike, muss alle retten. Margot, was ist denn los? Ich bin ganz schön hungrig. Wir werden dich füttern. Also, seid ihr bereit für diese Challenge? Ich wünsche mir ein Sandwich. Mach mir bitte ein Sandwich, das ich lieben werde. Ach, das ist doch ganz einfach. Ich werde das schaffen. Ach, komm schon, jetzt fluch doch nicht. Ich mache mich direkt an die Arbeit. Ich habe beschlossen, dass Margot ein richtig süßes Sandwich bekommt. Das süßeste, das sie je in ihrem Leben gegessen hat. Dafür gibt's Nutella und noch ein paar Marshmallows und Schokolade und Schokosoße. Und da kommt noch etwas Popcandy drauf und das zweite Stück Brot. Oh, schaut euch das mal an. Ach du meine Güte, das ist doch viel zu süß. Ich werde für meine Enkelin ein herzhaftes Sandwich machen und zwar mit Schinken und Käse. Und um es noch schmackhafter zu machen, brate ich es auf der Pfanne. Oh, ist ja appetitlich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ach, ihr habt doch gar keine Ahnung von Sandwiches. Das mit dem Braten ist nicht schlecht, aber ich benutze nur die Brötchen dafür. Und hier kommt noch etwas Gemüse drauf. Und jetzt meine geheime Zutat, Schnecken. Schnecken? Das ist ja ekelhaft. Wer will das denn überhaupt essen? Ach, du verstehst doch nichts, Oma. Das ist eine echte Delikatesse. Ich brate die Schnecken und jetzt kommen die direkt aufs Brot. Und hier kommt noch etwas geriebener Schimmelkäse drauf. Übrigens, das ist der teuerste Käse überhaupt. Ach, wieso ist der so teuer und wieso riecht er dann so schlecht? Was für ein Albtraum. Oma, ist doch alles in Ordnung. Oh. Ach, so eine Reaktion auf diesen Käse habe ich noch nie erlebt. Also, mein Sandwich ist auch fertig. Riecht ja toll. Hey, Oma, steh auf. Okay. Es wird Zeit, dass deine Enkelin unsere Sandwiches probiert. Ich frage mich, was in diesem Sandwich drin ist. Was ist das? Sind das Schnecken? Und stinkender Käse? Nee, das will ich noch nicht einmal probieren. Dieses Sandwich gefällt mir um einiges mehr. Oh, ist ja richtig lecker. Und jetzt kommt noch das dritte Sandwich. Oh, ist ja lecker. Ich liebe diesen Käse. Ich weiß nicht, ich muss abzählen. Oma, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Da habe ich es euch doch gesagt. In dieser Runde sollt ihr mir bitte meinen Lieblings-Cäsarsalat machen. Ha, das werde ich schaffen. Okay. Was ist das überhaupt? Ich glaube, das ist ganz einfach. Alles, was ich tun muss, ist einfach nur Gemüse schneiden. Oh, Mia, bitte beruhig dich. Das Gemüse muss man sorgfältig schneiden. Schau mal. Siehst du? Und jetzt vorsichtig auf den Teller legen. Hier noch ein paar Stückchen Hühnchen. Siehst du, so geht das. Okay, danke. Ach, das ist doch alles viel komplizierter. Ich nehme mir zuerst Rucola und gebe sie in den Mixer. Hier kommt noch etwas Wasser mit hinein und alles schön durchmixen. Etwa so. Was macht der überhaupt? Ich bereite etwas richtig Leckeres zu. So, hier kommt noch etwas Gelatine mit hinzu. Schön umrühren. Im Topf lassen, jetzt in eine Spritze füllen und dann in eine Form. Jetzt wird's Zeit fürs Hähnchen. Und natürlich darf man den Käse und das Brot nicht vergessen. Ah, schaut euch das mal an. Ich bin mir sicher, Margot wird das gefallen. Hey, Oma, was treibst du denn? Ich reibe den Käse. Ha, das gefällt mir. Sei schön vorsichtig. Ist ja gut. Ich mach das richtig vorsichtig. Mann, das ist so langweilig. Nein, das muss schneller gehen. Ach, du meine Güte. Typisch Kinder. Oh, irgendwie.
habe ich's übertrieben. Gut, dass ich noch einen Plan B habe. Wie wär's denn mit etwas Kaugummi? Oh ja, grüner Hubba-Bubba. Sieht aus wie Salat. Jetzt brauche ich noch ein paar Glotzer. Großmutter, gefällt dir das? Was für ein Schreck. Erschreck mich bitte nicht. Und außerdem kommt noch in meinen süßen Salat ein paar Marshmallows. Und natürlich ein paar Gummiwürmchen. Ich bin fertig. Margot, es wird Zeit, dass du dich entscheidest, wer heute gewinnt. Aha. Schaut euch das mal an. Sind das grüne Bonbons? Probieren wir mal. Ist das etwa Unkraut? Dieser gewöhnliche Cäsar sieht gut aus. Ja, der schmeckt auch ziemlich gut. Wow! Was für ein schöner, süßer Salat. Eindeutig, der schmeckt am besten. Mia, du hast gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Diesmal ist alles ganz einfach. Ich wünsche mir ein Spiegelei. Ein Spiegelei? Okay. Aber natürlich doch mein kleines. Ah, ich weiß, wie man das zubereitet. Also, es kann losgehen. Zuerst brauche ich etwas Öl. Come on. Oma, kann ich auch das Öl haben? Also? Aber das dauert doch viel zu lange. Ups, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ja, also in so einen Haufen Öl würde ich kein Ei aufschlagen. Übrigens, das ist der nächste Schritt. Na, wieso nicht? Genau das werde ich jetzt machen. Tada! Ups, also ich habe es fast geschafft. Ich werde was viel Interessanteres als ein normales Spiegelei zubereiten. Dafür brauche ich etwas Schlagsahne. Jetzt ein bisschen Zitronenschale. Und noch Vanillezucker. Alles schön umrühren und auf dem Herd lassen, bis es etwa 70 Grad erreicht. Yeah! Oh ja, genau das brauche ich. Jetzt kann ich die Eier formen. So, das Eiweiß kommt jetzt auf die Pfanne. Und jetzt benutze ich einen eingelegten Pfirsich als Eigelb. Wunderbar. Hahaha, das ist doch voll umständlich. Mia, mein Kind, das brennt ja. Oh nein, ich habe ja mein Spiegelei ganz vergessen. Bloß nicht das. Ach, du meine Güte. Mein Spiegelei sieht da um einiges besser aus. Richtig schön appetitlich. Hier kommen noch ein paar Tomaten mit hinzu und wir sind fertig. Na endlich. Oma, dein Spiegelei sieht richtig gut aus. Hä? Ist das irgendwie Kohle oder so? Nee, das will ich noch nicht einmal probieren. Oh, dieser dritte Kandidat sieht ja gut aus. Oh, ich habe noch nie ein süßes Spiegelei probiert. Oh, das ist richtig lecker. Mike, du hast gewonnen. Ach, das war ganz einfach. Hab ich gewonnen? Nein, ich. Hey. Diesmal wünsche ich mir, dass ihr mir einen Donut macht. Das ist auch ganz einfach. Okay. Ich liebe Donuts. Ja, ich aber auch. Aber ich weiß nicht, wie man die herstellt. Na, man sollte auf jeden Fall mit dem Teig anfangen. Jetzt mache ich die Formen und jetzt muss ich alles auf der Pfanne braten. Oh Mann, ich mag dieses Nudelholz nicht. Ach so, es gibt ja extra Formen. Mia, bitte sei vorsichtig. Ich bin ja schon fertig. Jetzt wird's Zeit für das heiße Öl. Je mehr, desto besser. So hat's der Chefkoch gesagt. Was mache ich jetzt? Ah ja, genau. Ich muss den Teig in mein Öl geben. Ah nein, das Ding spritzt. Was soll ich jetzt machen? Finger weg. Mia, was treibst du denn? Ah, ich muss irgendwie mit diesem Öl fertig werden. Ah, ich muss den Herd ausschalten.
What? Oh nee, was ist denn aus meinen Donuts geworden? Ich habe alles kaputt gemacht. Mama muss eben vorsichtig kochen. Ja, ich glaube nur, ich kann hier wirklich Donuts zubereiten. Also, die sind fertig. Jetzt geben wir noch etwas Sirup mit hinzu. Zuerst muss ich den Donut aufschneiden. Und hier kommt jetzt der Sirup rein. Ich liebe den. Jetzt kommt der andere Teil wieder drauf und in die Glasur tauchen. Und wenn da jetzt noch ein paar zusätzliche Leckereien hinzukommen, wunderbar. Also, ich bin fast fertig. Awesome! Ach, komm schon. Ich kann meine Donuts auch fast so gut machen. Aber ich brauche doch keine Glasur. Da kommt einfach ein bisschen Puderzucker mit drauf. Wunderschön. Oh, sieht ja appetitlich aus. Das ist für Margot. Käse? Genau. Mir ist gerade was eingefallen. Ich bin mir sicher, meine Donuts werden Margot gefallen. Ich muss zuerst mal den Käse schmelzen und jetzt in eine Form geben. Jetzt nehme ich mir Cheetos und zerkleiner die ordentlich. Ach du meine Güte, was macht die denn da? Fertig. Schaut mal. Jetzt muss ich meinen Donut in die Cheetos tauchen. Sieht doch schon mal toll aus. Jetzt lege ich das Ding in eine Folie und dann auf die Pfanne. Voilà. Und mein unverwechselbares Donut-Rezept ist fertig. Margot, guten Appetit. Wow! Oh, das sieht ja toll aus. Und schmeckt köstlich. Oh, ich liebe diesen Donut. Wow. Das sind ja die Donuts von meiner Oma. Die mag ich auch total. Was zum Teufel ist das denn? Sieht cool aus. Oh nein, das ist ja richtig würzig. Nee, sowas gefällt mir nicht. Chefkoch, diesmal hast du gewonnen. Na, vielen Dank. Oh, was für ein cooles Ding. Komm schon, beruhig dich. Ich wünsche mir einen Donut in dieser Runde. Das werde ich schaffen. Alles klar. Oh, meine Kleine. Ich liebe es, Donuts zu machen. Ich gebe einfach den Teig in dieses Waffeleisen. Oh, sogar ich schaffe das. Aber meine Donuts werden schön bunt sein. Cool. Oh, du bist ja niedlich. Das ist zu viel für mich. Meine Donuts werden natürlich schwarz sein. Und zu schwarz passt am besten rot. Also wird mein Zuckerguss auch rot sein. Und darüber kommt noch etwas weiß, damit es besser schmeckt. Hey, eiskaltes Händchen, komm mal her. Du musst mir helfen. Bring mir bitte einen Teller. Okay, jetzt reicht's. Da kommt jetzt dieser Erdbeersirup rein. Damit fülle ich jetzt diese Spritze. Wozu, werdet ihr gleich sehen. Hey, Oma, gefällt dir das? Ach du meine Güte. Oma, bitte beruhig dich. Ach komm schon, das ist doch einfach nur Sirup. Hansel, du hast die Oma erschrocken. Aber ich gebe mir doch die Mühe für deine Enkelin. Ich bin mir sicher, das wird ihr gefallen. Also ich würde von solchen Donuts sicher in Ohnmacht fallen. Yummy. Ich zeig dir gleich, wie man richtige Donuts macht. Also niemand braucht schwarze Donuts, erstens. Zweitens, Donuts muss man immer mit Puderzucker bedecken. Awesome. Das sieht schön aus. Oh. Meine Donuts sind auch schon fertig. Die machen einem gute Laune. Aber damit die noch bunter aussehen, brauche ich noch ein paar bunte Streusel. Na komm schon, blöde Dose. Wieso kann ich dich nicht öffnen? Ach du meine Güte. Das ist ja richtig lustig. Ach, Hauptsache, dass sie auf meinen Donuts gelandet sind. Such dir eine Gewinnerin aus. Oh Mann.
Wednesday, das ist ja wirklich typisch, du. Die sehen gruselig aus, aber schmecken richtig lecker. Und was ist da drin? Das ist ja Erdbeersirup, toll. Und jetzt probiere ich die Donuts von der Oma. Ganz schön langweilig, würde ich sagen. Die sehen ja schön aus. Richtig schön bunt. Und die schmecken toll. Also diesmal haben diese bunten Donuts gewonnen. Oh, danke schön. Ich liebe dich. Wednesday, wieso machst du das die ganze Zeit? In dieser Runde wünsche ich mir einen Cocktail. Der soll lecker sein. Okay. Das werde ich schaffen. Kein Problem. Können wir schaffen? Mein Plan ist es, einen Cocktail aus dem zu machen, was meine Schwester am liebsten mag. Dafür gebe ich diese Toxic Waste Bonbons in ein paar Formen und schmelze sie. Fertig. Na los. Mal sehen. Ja, genau das, was ich wollte. Jetzt kommen da ein paar bunte Skittles rein. Aber zuerst muss ich sie nach Farben sortieren. Probieren wir mal ein paar Stück. Oh ja, ich liebe die. Jetzt kommen die in meine Tassen. Und jetzt wird es Zeit für etwas Sprite. Mann, wie soll ich diese Dose bloß öffnen? Moment, ich habe eine Idee. Ich benutze einfach meine Haarspange. Oh nein! Jetzt bin ich nass und klebrig. Mir geht's gut. Ich habe bloß gerade ins Sprite geduscht. Wie auch immer. Der Sprite kommt in die Becher und oben drüber noch ein bisschen Schlagsahne. Und noch ein paar Bonbons. Und noch mehr Bonbons. Das hast du gut gemacht. Aber dein Cocktail ist so ungesund. Meine kleine Enkelin braucht natürlich Vitamine. Deshalb mache ich ihr einen Gemüseshake. Das Gemüse kommt in den Mixer und jetzt alles schön durchmixen. Ah, riecht wunderbar. Ich bin mir sicher, Margot wird es lieben. Das bezweifle ich. Ich werde meinen Cocktail mit Erdbeersirup beginnen. Damit dekoriere ich nämlich das Glas. Jetzt kommt da etwas Sprite rein. Danach etwas grüner Sirup. Eiskaltes Händchen, ich brauche deine Hilfe. Bring mir bitte die Schlagsahne. Irgendwann werde ich das Ding zerquetschen. Hey, du hast meine Schlagsahne gestohlen. Ich beobachte dich. Vielen Dank. Du hast alles gut gemacht. Jetzt kommt da noch ein bisschen Schlagsahne obendrauf und ein Glotzer. Unheimlich vergessen. Bitte sehr. Oh, Wednesday. Typisch Wednesday. Okay. Schmeckt aber richtig gut. Und der Glotzer. Die beste Krönung. Oh. Oma, ist das wieder was Gesundes? Probieren wir mal. Igitt, ich hasse Gemüse. Gefällt mir gar nicht. Ui, meine Schwester hat sich aber was überlegt. Probieren wir mal. Mann, schmeckt ja super. Du hast schon wieder gewonnen. Ja, yeah, hab ich's doch gewusst. Diesmal wünsche ich mir köstliche Nudeln. Okay. Ich habe da schon ein paar Gedanken. Oma, hör auf zu schlafen. Es ist Zeit zu kochen. Nudeln, alles klar. Es gibt wirklich nichts Einfaches, als Spaghetti zu machen. Wisst ihr, wie ich die Wassertemperatur überprüfen werde? Eiskaltes Händchen, hilf mir mal. Sei so lieb, sag mir, ob das Wasser schon kocht. Okay, das Wasser ist gut genug. Ich will meine Spaghetti selber machen. Also fange ich mit Mehl an. Atschi. Oh Mann, jetzt bin ich auch voller Mehl. Tut mir leid, Oma. Wollte ich nicht. So, jetzt mache ich den Teig. Ins Mehl kommt jetzt ein Ei. Oh mein. Etwa so. Mein Teig sieht gut aus. Jetzt mache ich Kügelchen daraus. Färbe sie mit Lebensmittelfarbe. Jetzt muss ich den Teig durch eine spezielle Maschine geben und in Spaghettiform ausschneiden.
Meine bunten Nudeln sind fast fertig. Das Wichtigste beim Kochen ist natürlich, alles mit Liebe zu machen. Oh, ich sehe nichts wegen diesem Dampf. Oma, du hast vergessen, den Ketchup zu öffnen. Oh nein, jetzt bin ich selber voller Ketchup. Oh mein Gott. Wednesday, ich bin mir sicher, dass du diesen Anblick ja gewohnt bist. Ach, danke für die Serviette. Also, der Ketchup kommt jetzt auf die Nudeln. Ich bin fertig. Oma, gut gemacht. Oh, das sieht ja langweilig aus. Ich sollte meine Spaghettis noch irgendwie interessanter machen. Eiskaltes Hähnchen. Die Oma hat mich auf eine interessante Idee gebracht. Warum nicht den Ketchup als Blut benutzen? Und das Auge krönt die Sache. Das sieht so gruselig aus, als würde ich nicht essen. Meine bunten Nudeln sind auch fertig. Die werden niemanden erschrecken. Wednesday, willst du mich schon wieder erschrecken? Nee, deine Nudeln gefallen mir nicht. Probieren wir mal die klassische Variante von der Oma. Schmeckt gut. Na, hab ich doch gewusst. Oh mein. Oh wow, was für bunte Nudeln. Die muss ich sofort probieren. Eindeutig, die haben gewonnen. Schwesterchen, du bist die allerbeste. Oh, Wednesday, ich hab ja ganz vergessen. Ich habe extra eine Haarspange für dich. Ich hasse solche Haarspangen. Oh. Diesmal wünsche ich mir einen Cäsarsalat. Ganz einfach. Oh, Salate mache ich gerne. Probieren wir es mal. Beim Cäsar geht es natürlich um den Kohl. Und ums Hähnchen. Und um den Zwieback. Ach, den sollte ich nicht essen. Ach ja, den Käse nicht vergessen. Ich bin mir sicher, Margot wird das gefallen. Ich mache meiner Schwester ein Frühlingsgeschenk. Ist zwar kein Cäsar, aber ich hoffe, es wird ihr trotzdem gefallen. Wednesday, schau dir diese tolle Idee an. Finde ich gar nicht cool. Ich habe eine viel, viel bessere Idee. Ich packe meinen Salat einfach in eine Paprikaschote. Und aus den Oliven mache ich ein paar Augen. Und schon habe ich einen kleinen Frosch. Mal sehen, was ihr gemacht habt. Oh, Schwesterherz. Was für nette kleine Blümchen. Schmeckt aber nicht. Oh, die Oma hat mir einen Cäsarsalat gemacht. Genau so einen wollte ich. Wednesday, sind das etwa Oliven? Ich kann die nicht ausstehen. Geht. Oma, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Yeah, habe ich doch gewusst. Aua, das hat weh getan. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss.